Also heute sehen wir wieder mal im Tal, und zwar auf dem Barfi. Das ist wahrscheinlich schweizweit der bekannteste Platz in Basel. Weil da wird ja jeden Frühling die Fußballmeisterschaft gefeiert. Eine schöne Tradition, die wir hoffen, dass sie noch lange hält. Der Name vom Platz kommt von den Franziskanermönchen, die hier 1250 ihr Kloster gebaut haben. Und das war ein Bettelorden. Die haben als Bußleistung und um ihre Armut zu demonstrieren, keine Schuhe getragen. Und wegen dem hat man einen Barfüßermönch gesagt. Mit dem Bau von diesem Kloster fängt eigentlich die Geschichte von diesem Platz an. Vorher war das sumpfiges Gelände. Nicht, da fließt ja der Biersig unten durch. Und die erste Basler Stadtmauer, die Burkhardtsche Mauer, die hat hier noch so eine Ecke gemacht. Die ist da etwa höhere Theaterpassage quer über den Platz, unter der Kirche eigentlich durch. Und etwa höhere Streitgasse hat es dann einen Steg gehabt über den Biersig. Und die zweite Mauer, die ist dann gerade der Steinenberg runter und der Kohlenberg rauf. Und hier hinter mir, so Anfang von der Traminsel, ist das Eselstor gestanden. Das hat mit Esel nichts zu tun. Das geht auf einen gewissen Herr Etzelin zurück, der Name. Der hat hier in der Nähe gewohnt. Und das Eselstor war berüchtigt. Das war nämlich eine Folterkammer. Da hat man die Verdächtigen oder die Straftäter gefoltert, wenn sie kein Geständnis abgelegt haben. Weil das hat es gebraucht für ein rechtskräftiges Urteil. 1529 ist für die Geschichte von diesem Platz ein wichtiges Datum. Da ist er zum ersten Mal im grossen Stil umgebaut worden. Das Kloster ist ja aufgehoben worden. Die Klosterbauten sind dann umgenutzt worden von der Stadt. Unter anderem ist die Kirche als Salzlager genutzt worden. Später im 19. Jahrhundert ist das Kaufhaus da hinten dran gewesen. Das heisst, das sind sämtliche Importgüter, haben hier angebracht werden müssen, um zu verzollen. Das hat dann manchmal ein ziemliches Puff gegeben. Auch der Friedhof der Barfüßer ist aufgehoben worden. Der offene Biersig ist überdeckt worden. Und dann ist der Platz jahrhundertelang als Markt gebraucht worden. Und zwar für Holz, der Holzmarkt, später Kohle und auch der Schweinemarkt. Und wegen dem hat man diesen Platz dann eben auch Seibi gesagt. Auf der anderen Seite vom Biersig, also an der Westseite vom Platz, am Hang vom Westplateau, ist eine wunderschöne Häuserziele mit Häusern, die wirklich zum Teil noch bis ins Mittelalter zurückgehen. Da sind vor allem Beize drin, die zum Teil wirklich Kultcharakter haben. Der Stadthof mit der Brötlibar, Bodega, Trio-Bar, McDonald's vielleicht nicht gerade, wobei das ist möglicherweise Ansichtssache. Aber das war ja der erste McDonald's in Basel. Ich mag mich noch besinnen, wo der in den späten 70er Jahren aufgegangen ist, hat das ziemlich Wirbel gegeben. Und die Pfefferschoten haben doch an der Fasnacht so einen wunderbaren Vers gehabt. Es stickt der Chefkoch vom McDonald's am kurz vor halber neun aus seinem Senf verschmierten Schurz. Und dann disselt er heimlich und verstohlen in braunen Mutz sich eine Frikadelle holen. Und damit sind wir beim braunen Mutz, eine der schönen Traditionsbeizen in Basel. Ist nicht einmal so alt, ist 1914 gebaut worden und dann von Franz Bauer mit einem tollen Graffiti geschmückt worden. Unten sind also Schienarchitekturen und oben sechs Szenen, die Bilder von der Basler Herbstmesse zeigen. Nehmen wir einen Schießstand oder einen Bärenvierer mit einem Tanzbär oder eine Schaubude. Und das erinnert wiederum daran,
dass der BAFI einer der ältesten Standorte ist für die Herbstmesse. Und das war es vom BAFI. Wenn es euch gefallen hat, schaut nächste Woche wieder rein.